Hallo Freunde der Nacht, da bin ich wieder euer Sadum mit einer neuen Folge Imperatorum, wir sind Sachsen. Und ihr seht schon, wir haben mobil gemacht. Unsere Truppen sind auf dem Vormarsch gen Osten, an die Grenze zu den Langobarden und zu den Semnonen. Wir hatten in der letzten Folge ein Duell bis zum Tod. Zwei Stammeshäuptlinge haben sich da gegenseitig duelliert und einer ist tatsächlich gestorben. Von dem anderen niedergestreckt wurden. Dann konnten wir hier eine Küstenregion kolonisieren und wir hatten, was hatten wir noch gemacht? Ja, so ein paar kleine Sachen noch. Und, ach ja, genau, wir hatten uns den Unterschied angeschaut zwischen den verschiedenen Stammessystemen. Also einmal einen sesshafter Stamm und einmal ein migrierender Stamm. Und wir werden erstmal über, ja, mal gucken, eine mittlere Zeit den migrierenden Stamm beibehalten, weil ihr seht das ja hier unten, das ist alles Siedlungsgebiet im Süden unseres Reiches. Hier im Norden gibt es auch noch ein paar kleinere Gebiete, die verlassen wurden. Die könnten wir auch noch zusiedeln. Und nicht zu vergessen, hier dieses Gebiet im Herzen Sachsens, im Herzen Germaniens. So, wir hatten jetzt hier oben noch, ich hatte mir da ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Wir warten hier noch ab mit Militärerfahrung und charismamäßig haben wir keine besonderen Charaktere da. Da müssen wir ab und zu mal reingucken, ob man denn nicht einen neuen irgendwie dazu bekommt, dass einer erwachsen wird und wir den austauschen können, die nicht so besonders sind. Ich hatte hier mir mal angeschaut, wir haben insgesamt, habe ich das richtig zusammengezählt? 5.500, 8.500, 10.000. 10.000 sächsische Krieger marschieren gen Osten. Wir warten jetzt die Militärerfahrung noch ab und dann wird den Langobarden der Krieg erklärt. Wir müssen auch noch ein bisschen Nahrung hier sammeln. Und seht mal, da ist schon die Militärtradition da. Nahrung sammeln dauert hier doch noch etwas länger, leider. Da kann man jetzt nicht verhindern. Aber wir gucken uns erstmal die Militärtradition an. Aufgebote wollen wir uns nicht anschauen. Die Tradition, wir hatten uns für die keltischen Traditionen entschieden. Genau. Näher ranzoomen geht leider nicht. Mit der mittleren Maustaste kann man es dann noch so hin und her ziehen. Also, was haben wir denn hier? Belagerungsfähigkeit plus 10% nett. Hier unten bekommt er dann noch mehr für die schwere Infanterie. Bogenschützen haben wir überhaupt keine zur Verfügung. Könnte sein, dass die Söldner, ja, die haben drei Kohorten Bogenschützen dabei, aber müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Und hier gibt es dann noch die Kosten für die leichte Infanterie geht zurück. Anpassungsfähigkeit, die Disziplin der Leichte Infanterie würde hier steigen, aber dazu müssten wir Angriff aus der Ferne nehmen. Das ist ja blöd. Man braucht halt hier die zwei Sachen. Ich hatte gehofft, dass man nur eine Sache braucht, aber ja. Sieht man ja diese zwei Pfeile, die da hingehen. Das ist jetzt schwierig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, Kampfboni 15% ist natürlich heftig dann hier unten. Aber. Die Bogenschützen, wir haben halt überhaupt keine Bogenschützen in unseren Reihen. Wir setzen voll und ganz auf leichte Infanterie. Wir haben auch nur eine einzige Kohorte schwere Infanterie dabei. Und der rechte Tech Tree, ich nenne es mal Tech Tree, ist hier halt für die schwere Infanterie reserviert. Das könnten wir jetzt machen, aber das würde halt nur die Kosten senken. Die Kunst der Kriegsführung zu erlernen ist ein wichtiger Teil der Ausbildung. Wenn ein Kind ein Schwert führen und seine Ausrüstung tragen kann, ist es bereit für den Krieg. Die Kostenreduktion. Finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Hier wird nur noch was für die Defensive dann bekommen. Ach, ist das schwer. Och.
Also das auf keinen Fall, weil, wie gesagt, wir haben keine Bogenschützen, so. Entweder eine Kostenreduktion oder wir nehmen die Belagerungsfähigkeit. Wisst ihr was? Wir nehmen die Belagerungsfähigkeit. Da haben wir jetzt noch was Aktives für den kommenden Krieg. Belagerungsfähigkeit plus 10% erklimmt die Mauern. Unser Volk hat sich in befestigten Territorien niedergelassen, die, obwohl sie gut verteidigt sind, Schwächen aufweisen, wenn man weiß, wo man suchen muss. Hortet jetzt mal ein bisschen Nahrung, dass es dann mal hier vonstatten gehen kann. Behandlung war erfolgreich. Arthritis verliert er. Sehr gut. Ein Stammeshäuptling von uns. Riglaikos starb in Flagranto Delicti im Alter von 75, aber Häuptling des Riglaikos-Clan. Ich glaube, das ist dieser neue Clan. Und der hatte auch einen Posten inne, Leibwächter. Wir brauchen einen guten im Militärischen. Einen Neuner hätten wir hier, aber wir brauchen halt einen Riglaikos. Da gibt's hier unten ein erst. Das ist ein Vierer. Aber wenn wir den Tankrit nehmen, die haben schon einen Posten mehr. Der ist auch schon 56. Auch wieder eine extrem schwierige Entscheidung, wie ich finde. Wir können hier einen Neutral nehmen, aber das ist nur ein Sechser. Wir nehmen mal kurz den Sechser rein. Ich weiß es im Moment gar nicht mehr, was das bewirkt. Rekrutenreserve, Erholung, ja. Kein wichtiger Posten. Also, versteht mich nicht falsch. Es ist schon, wäre schon ein wichtiger Posten, wenn wir nicht so viel Zeit zwischen unseren Kriegen vergehen lassen würden. Weil wir müssen ja Gold sparen. Und dadurch wird die Rekrutenreserve, ja, ist die auf jeden Fall immer wieder auf Maximum, bevor wir einen neuen Krieg vom Zaun brechen können. Deshalb können wir auch so einen Rikleikos-Typen reinnehmen. Den hier. Perfekt. Soll doch dort in Fosa Nahrung sammeln. Gemeinsames Fest mit Angeln. Oh, ein ganz wichtiger Verbündeter im Norden unseres Gebietes. Während wir uns auf weiteres Fest in Unsignien vorbereiten, haben wir von einem ähnlichen Fest in Angeln gehört. Da unsere beiden Nationen gut miteinander auskommen, könnte dies eine Chance für uns sein, das Fest zusammen zu feiern und einander besser kennenzulernen. Wir können jetzt sagen, oh, das kostet fast 40 Gold. Mama mia, was? Ich 40 Gold. Wir schicken Angeln eine Einladung zu unserem religiösen Fest. Wir sagen, nein, es war schon immer ein Fest für unser eigenes Volk. Wir erhalten 6 Stabilität. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt die Stabilität. Oder wir sagen, dieses Jahr sollten wir kein Fest abhalten. Wir verlieren Beliebtheit. Nein, wir machen das Erste. Wir feiern zusammen mit den Angeln, auch wenn es richtig teuer ist. So, im September erklären wir denen dann den Krieg. Was ist hier oben los? Haben die Angeln selbst jetzt Krieg? Oh, die führen Migration durch. Aha, die haben das Gebiet ja aufgegeben und migrieren jetzt hier in diese Gebiete. Clever. Habe ich so auch noch nicht gesehen von der KI. Das verfolgen wir mal kurz. Weil es ist ja auch enorm wichtig für uns. Wir wollten ja hier oben eigentlich auch uns ein bisschen ausbreiten. So. Wohin migriert ihr denn?
Zeigt uns das mal. Die migrieren komplett? Bitte was? Schaut euch das mal an. Die lösen hier komplett drei Siedlungsgebiete auf und migrieren jetzt. Das ist ja heftig. Da haben sie sich ja einen spitzen Zeitpunkt ausgesucht, weil wir brauchten die jetzt eigentlich hier für den kommenden Krieg. Das müssen wir uns jetzt ab. Das müssen wir erstmal abwarten. Lösen die jetzt auch ihre Hauptstadt noch auf? Ja, tatsächlich. Haltet euch fest. Das habe ich noch nie gesehen. Krass. Irgendjemand ist gestorben. Der hat auch noch einen Posten inne, Ältester. Sieht aber noch nicht so alt aus. Ach, Scheibenkleister, 39 war der. Kein Alter. Aber er gehörte keiner großen Familie an. Oh, wieder so ein Dilemma mit dem Charisma. Wir haben halt hier nur absolute Napsülzen. Ja. Nehmen wir den. Ich glaube, das war ein wichtiger Posten, ja. Wir sehen es im Moment nie, weil den seine Staatskunst halt komplett unten ist, weil er jetzt gerade angelandet wird hier. Verfolgen wir die Migration der Angeln. Natürlich gerade blöd gelaufen. Dass sie gerade anfangen, komplett zu migrieren, während wir hier den Krieg eigentlich vom Zaun brechen wollten. Wahrscheinlich nach Bohemien, so wie es ausschaut, nach Südosten migrieren die. So, wir hatten ja hier die Regionsanzeige. Bitte migriert jetzt hier nicht nach Germanien. Die sind aus ganzer weg. Ihr seht das hier. Und wo migriert ihr denn jetzt hin? Eine Völkerwanderung. Es war erst ein Volk, aber ja, ihr seht's ja. Die gehen noch weiter gen Süden, so wie es aussieht. Werden die uns überhaupt noch in dem Krieg jetzt unterstützen? Unermüdliche Hingabe. Wir bekommen mehr Stabilität. Sehr gut. Wenn wir jetzt den Krieg erklären, die würden uns noch unterstützen. Aber die haben doch gar keine Militäreinheiten. Das sind doch alles Migrationstruppen. Das ist mitten in Germanien. Gehen die mir auf den Zünder? Seht ihr das? Die haben jetzt hier ihre Hauptstadt gegründet. Siebenundsiebzig, Häuptling des Clan der Hildganis. Hoher Priester. Mabodus, 17 Jahre, ist unser Bester. Hat er noch andere Eigenschaften? Unterdurchschnittlicher Militärführer, da ist er eigentlich am besten drin. Naja, ja, wir nehmen den rein. Werden die gleich mal zusammenführen hier. Der war anscheinend auch noch Anführer.
Aufgebote aus verschiedenen Statthalterschaften können nicht zusammengefügt werden. Das ist natürlich schlecht. Boyana von Germanien, das ist Ganser. Zieht euch mal mit denen zusammen. Und das müsste Germanien sein. Ja. Siedeln die hier unten hin? So, nun werdet mal endlich fertig mit eurer Migration. Germania Superior. Die breiten sich über drei Regionen aus. Ja. Bohemien, Germania Superior und Germanien. Piraten plündern. Okay. Ein prekärer Staat. Was ist da los? In Sachsen existiert ein allgemeines Gefühl der Unzufriedenheit über die finanziellen Praktiken von Hiltrau Quabodus. Bösartige Gerüchte zirkulieren und schaffen ein Bild, dass Goldschätze in der Staatskasse verscharrt werden. Das ist der neue, den wir hier reingenommen haben. Wenn wir sagen, Hiltrau soll eine öffentliche Erklärung abhalten, verlieren wir halt richtig viel Beliebtheit. Oder wir sagen, verrichtet eine Spende an die Armen. Ja, das machen wir. Gewinnen 6 Stabilität dazu, 5 Beliebtheit für unseren Herrscher, für unseren Häuptling. Und wir verlieren 18 Gold. Machen wir. Wir haben es ja. So, wer will denn hier mit uns handeln? Kaledonien. Ja, könnt ihr machen. Holz wollen sie. So, wir warten jetzt nur noch mal kurz ab, wo die hier hinsiedeln. Krass. Die helfen uns nicht im kommenden Krieg. Geht mir tierisch auf den Zünder. Militärzugang. Wir hatten das schon mal mit diesem Militärzugang. Wir können ihnen den halt nicht gewähren, weil wir im Frieden sind. Und wenn wir im Krieg sind, geht's halt auch nicht. Nervt zum Glück überhaupt nicht. Haben wir denn jetzt noch Alternativen, mit denen wir uns verbünden könnten? Rukia, aber die sind doch schon mit den Semnonen verbündet. Bündnis auflösen. Bringt uns nichts mehr, jetzt hier mit den Angeln verbündet zu sein. Und wir werden versuchen, ein Bündnis jetzt mit Rukia einzugehen. Oder vielleicht noch mit ein Häuptling hier drüben im Gebiet der Region Venetien. Soweit wollen wir eigentlich erstmal gar nicht vorstoßen. Ich glaube nämlich, das ist eine andere Kultur. Nee, das gehört noch zu unserer Kulturgruppe. Aha. Venetien. Hier hinten fängt dann erst die andere Kulturgruppe an. Estisch. Estisch. Rukia würde sich mit uns verbünden. Bastanien würde sich ebenfalls mit uns verbünden. Dann könnte Lukien
hier den Semnonen von Stoßrichtung Westen einheizen. Klingt nach einem guten Plan, oder? Und wenn ich das richtig sehe, liegt auch kein Siedlungsgebiet der von Lukien noch in Sachsen. Ja. Problem ist dann, könnte sein, wenn die hier Gebiete erobern, aber wir geben denen nichts ab. Das soll alles unser sein. Also Germanien wollen wir schon komplett in unserer Hand haben. Wir machen das so. Bündnis anbieten. Sie machen mit. Testen wir es aus, wenn wir jetzt denen hier den Krieg erklären, sie würden uns helfen. Rukja. Was ist denn jetzt los? Sind die der Verteidigungsliga beigetreten? Also, ist es dann doch so, dass das wie so ein Domino-Effekt ist? Dass die Semnonen dann halt auch noch ihren Verbündeten mit reinrufen? Na, das wird ja heftig. 3 gegen 3. Nee, schaut mal. Aha, alles klar. Wir hatten. Wartet mal. Ich bin verwirrt. Wem wollten wir denn da den Krieg erklären? Das ist wahrscheinlich. Wollte ich jetzt hier den Semnon den Krieg erklären, oder? Ja, okay. Alles gut. Also, wir sollten in der Überzahl sein. Ein Stamm mehr zieht wahrscheinlich jetzt in den Krieg gegen die Langobarden. Für auf unserer Seite. Einheiten wollten wir noch zusammenziehen, hatten wir gesagt. Wir haben 7 Nahrung und die Söldner haben auch mehr als genug. Wir haben jetzt den. Wir haben halt. Der ist eine Anführer, der da gestorben war, das war unser bester General. Jetzt haben wir halt nur noch den Söldnergeneral. Eine Nappsülze. Das ist natürlich richtig schlecht für den Krieg jetzt. Mann, so viele Sachen, die jetzt hier schiefgelaufen sind, ja. Ja, nützt alles nichts. Wir greifen jetzt an hier. Wir werden unsere Truppen mal ein bisschen aufsplitten. Wobei, es hat überhaupt keinen Sinn, dass wir die aufsplitten. Wir lassen die zusammen. Ich befürchte halt, dass die Semnonen hier im Süden unseres Gebietes wüten werden. Mal schauen. Also die Kriegserklärung geht jetzt auf jeden Fall noch raus. Mal sehen, wie weit wir jetzt hier kommen. Ja, unser Häuptling ist halt so schlecht militärisch. Eifer hat er am meisten. 6. Und er ist auch schon 64. Okay. Auf geht's. Kriegserklärung. Unsere Verbündeten helfen uns. Auf deren Seite helfen ihnen die Semnonen. Unsere Verbündeten ehren unser Bündnis und gehen zusammen mit uns hier in den Kampf. Wir ziehen mit allen rein, was geht. 10.500 Mann. Nein, genau 10.000 waren es, ja. Er wird Stingisch, Statthalter von Bohemium. Und dann ist es halt so. Ist uns egal jetzt. Ich glaube, er ist kein mächtiger Herrscher. Bohemium, ihr könnt euch vielleicht erinnern, das ist nur dieses eine kleine Siedlungsgebiet hier. Wenn wir hier das auflösen können irgendwann, wenn die migrierbar sind, dann lösen wir das auch auf.
Dazu müsste natürlich kulturelle Assimilation machen hier in dem Gebiet. Auf zur Siedlung Langobardien. Wir haben hier gerade Barbaren drin. Die Lucia. Die stürzen sich erstmal auf unsere Verbündeten. Im Moment sehen wir hier noch keine Söldner der Gegner. Wir werden versuchen, mal mit unseren Söldnern hier ein bisschen mitzumischen. Ach, wir kommen durch die Festung nicht durch. Wir kommen hier nicht drüber. Ja, dann bleiben wir auf der Seite. Und mischen dann nicht mit. Das hat man gar nicht bedacht. Aber die kommen dann auch schlecht drüber, wenn wir hier die Festung haben. Sie könnten halt hier über neutrales Gebiet versuchen, uns anzugreifen. Hier kommt es zu einer ersten Schlacht, die wir wahrscheinlich verlieren werden, also unsere Verbündeten. Die splitten sich auch wieder auf, sie wollen uns anscheinend helfen. Wir brauchen hier im Moment überhaupt keine Hilfe. Helft mal lieber euch selbst da oben. Schon. Ach, du grüne Neune, die haben die Söldner rekrutiert hier. 6000 kämpfen jetzt auf der Seite der Langobarden. Ihre Moral ist im Moment noch sehr, sehr niedrig. Die werden aber nicht so dumm sein und uns angreifen. Ziehen die Söldner mal hierhin ab. Vielleicht können wir die dann hier abfangen. Man kann die ja dann erst angreifen, wenn die einmal im Gebiet des, ja, des Befehlshabers ist, der dann halt, oder ja, im Gebiet des Verbündeten reicht, glaube ich, bin mir nicht sicher. Kann durchaus sein, dass es sein muss, dass die erst im Gebiet hier desjenigen dann drin sein müssen, der die rekrutiert hat. Ich wollte gerade sagen, der die gebucht hat. Ist doch keine Band hier. Ah, die brechen ab. Schaut mal. Nee, doch. Die marschieren dahin. Es wird knapper als gedacht. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass es so knapp wird. Aber wisst ihr was? Wir gehen hier auf Nummer sicher. Wir wollen hier auf keinen Fall verlieren. Wir werden mit denen auch noch hinterher gehen. Kommt es zur Schlacht? Ja, denn ihre Moral ist so gering. Da passiert nichts. Gunst der Stunde genutzt und sie gleich in eine Schlacht verwickelt hier. Wir verlieren 500 Mann, sie verlieren 550. Ja, da können mehr sein. War es aber leider nicht. Hatten wir eigentlich überall gemacht. Anschluss erlauben? Ja, oder?
Langobardien, die Hauptstadt, die Hauptsiedlung fällt. Wir können jetzt sagen, was wir hier damit machen wollen. Niemand wird sich verstecken können. Das können wir machen, weil unser Häuptling grausam ist. Würde bedeuten, wir bekommen, also die ganze Tancred-Familie bekommt 10 Prestige. Waltraud Tancred bekommt 20 Gold. Sachsen erhält 20 Gold. Das erste Aufgebot von Flevum wird loyal gegenüber Waltraud Tancred. Wie meint ihr das jetzt? Also, weil wir so grausam dann hier sind, oder was? Das Problem ist halt, vier Stammesmitglieder werden dort getötet. Also wir verlieren vier Bevölkerungspops, das ist es uns nie wert. Und das erste Aufgebot von Flevum, das ist ein Siedlungsgebiet hier an der Küste. Das hat man gerade frisch besiedelt. Das kann nicht so riesig sein. Deshalb, das ist es uns nicht wert. Mich würde zwar mal interessieren, wie groß dieses erste Aufgebot von Flevum dann ist, wird loyal gegenüber Waltraud Tancred. Steht das denn? Warte mal, wir gucken uns das mal an. Ob das hier unter Militär denn dann dasteht. Aufgebot. Da gibt es noch gar kein erstes Aufgebot von Flevum. Also ich schätze mal, wir bekommen da eine Kohorte vielleicht dazu. Aber das ist es nie wert. Also wir werden jetzt hier nicht vier Bevölkerungspops abschlachten. Wir werden auch nicht. Na gut, jetzt ist es hier mit das erste Aufgebot von Novialcom wird loyal, wenn wir den Männern freien Lauf lassen. Wollen wir das mal testen? Dann sterben halt zwei Stammesmitglieder in Langobardien. Einfach mal, dass wir es testen können. Müssen wir uns nur mal angucken, was wir jetzt genau hier in Germanien haben. 10 von 11. Wahrscheinlich ist es dann 11 von 11. 5, 3, 1. Mal gucken. Merken wir uns das hier. 5, 3, 1. Noviwalkum ist. Wo war Noviwalkum? Hier. Also wir nehmen das Zweite. Lass den Männern freien Lauf. Das schauen wir uns nochmal an. Militär. Klasse. Alles so geblieben. Vielleicht müssen wir ja auch abwarten. Einen Monat. Wir testen das mal noch. Ich weiß, die Folge ist schon extrem lang. Aber wir wollen das jetzt einfach mal austesten hier. Nichtsdestotrotz müssen wir uns hier auch um die Gegner kümmern. Wir werden versuchen, hier rüber zu gehen. Und vielleicht die Belagerung von der Hauptstadt von Varinien unterbrechen. So, Januar ist da. Hat's was jetzt gebracht hier? Nö. Ist alles so genauso geblieben. Weiß das einer von euch, was das bedeutet? Also ich hätte gedacht, wir bekommen jetzt hier in Germanien eine loyale Kohorte dazu. Aber vielleicht funktioniert das ja auch nur in Friedenszeiten. Ich weiß es nicht. Weiß das einer von euch, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. So, wir haben das Kriegsziel erobert, wollen jetzt aber natürlich noch weiter vorwärts kommen und hier oben eine große Schlacht schlagen. Hoffentlich gewinnen wir diese Schlacht. Irgendwo hier im Gebiet der Semnonen rennen jetzt 6000 Söldner noch umher. Hier oben gibt es auch nochmal Söldner. Die haben aber jetzt ordentlich zugeschlagen, die Langobarden. Deshalb wäre es umso wichtiger, wenn wir uns jetzt hier auch alle sammeln. Ah, die haben auch Söldner geholt. Sehr gut. Die Varinen und. Ja, Hauptsiedlung der Varinen befreien, beziehungsweise die Belagerung beenden. Es bleibt spannend, Freunde der Nacht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadum.